Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir befinden uns natürlich immer noch hier im Buckelsumpf. Und ja, und nun kommen wir zurück zum guten Standort, wo wir die verzauberte Anna sehen, die verfluchte Anna. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt noch passiert. Hast du etwas erfahren? Wie ich es mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben ihr eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich gehe vor oder ich gehe allein? Ich gehe vor. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön, fangen wir an. So, da ich ja weiß, wo es hingeht, weil ich ja schon neugierig war, als ich das letzte Mal hier war, die Krone kann man da noch mit einstecken. Da ist auch noch was. Was ist denn da? Hallo? Da ist ein Sack. Okay. Da hinten ist auch noch was. Ja, wo ich gerade hier ein bisschen mitnehmen kann, mache ich das auch. Aber nicht alles, weil so wie es scheint... okay, das ist wieder zu und... Da ist nämlich auch die Falltüre. Gehen wir mal runter. Hüpf! Und da wären wir. Warten. Und jetzt bin ich gespannt, was das Ganze hier aussagt. Ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind, siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Woher weißt du das überhaupt alles? Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Na, du hast ein Risiko erwähnt. Was passiert denn? Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Sehen wir uns die Puppen mal an. So, dann schauen wir doch mal. Eine rote Perle. Vogelfedern, violette Stockrose. Boah. Also Menschenohr glaube ich nicht. Das hat was mit jemand anderem zu tun, weil sie hat sich kein Menschenohr abgeschnitten oder so, sondern hat es ja zurückgegeben. Ich weiß gerade, ich weiß nur, dass im Zimmer, wo die, wo der Baron und sie gelebt haben, da gab es ja Schnittblumen, aber von Stockrose, Vogelfedern, oh meine Fresse, was ist denn eine rote Perle? Ja, roter Baron, aber das ging ja jetzt auch nur um Farbe, also kann ich mir das jetzt nicht wirklich vorstellen. Also ich würde eigentlich zur Stockrose tendieren. Und wir müssen uns entscheiden. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist.
Du meinst, das ist die Puppe? Okay, wir schauen uns mal die anderen an. Aber sicher bin ich nicht. Wir schauen uns mal die anderen ansehen. Was ist denn mit dem Menschenohr? An dieser hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. Ganz genau, die ist es ganz bestimmt nicht. Die Vogelfedern. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut, der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Mumen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Nee, ich glaube nicht. Wir sollten eine andere ansehen. Die Mumen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Also, ich gehe davon aus, dass es definitiv die Blume ist. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Nee, ich glaube auch nicht. Na schön. Ich sehe mir die anderen an. Ich gehe definitiv auf die Stockrose. Das macht am meisten Sinn. Interessant. Eine Puppe mit einer... Das ist nicht irgendeine Blume. Du meinst... Ja. Die nehmen wir. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Schnell, nach draußen! Was passiert nun? Konnten wir sie damit befreien? Ist sie tot? Nein. Du bist wieder da. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Mumen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch. Nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Die Mumen haben uns gelingt. Wir können ihr nicht helfen. Die Mumen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben. Zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen. Teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammen zu sehen. Tut mir leid, Annie. Für alles. Es tut mir leid. Mutter. Tammy, erinnerst du dich? Der Tag an der Ina. Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid. Und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Das werde ich tun bei Gelegenheit. Wow. Wir konnten Anna nicht retten. Das war nicht dein Werk. Ich weiß. Das macht es auch nicht leichter. Der Schmerz wird vergehen. Das würde ich sehr gern glauben. Nimm dir einen. Aber dann müssen wir sie begraben. Und nach Novigrad zurückkehren. Also gut. Wir konnten Anna nicht retten. Der Fluch der Mumen
ist zu stark gewesen. Lass, ja? Mit Tamara kann ich nicht reden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch mal. Hexer! Gut, mit denen kann ich auch nicht reden. Und damit ist diese Quest beendet. Ich gehe mal kurz in den Charakterbildschirm und level einen weiteren Punkt auf. Und zwar hierbei. So. Ja, was soll ich sagen? Also, das ist natürlich ein Ende, das es in sich hat. Es hat in gewisser Weise Vater und Tochter wieder halbwegs, ja nicht versöhnt, aber zusammengebracht in gewisser Weise. Die Mutter Anna war froh, beide nochmal zu sehen und starb dann in den Armen ihrer Tochter. Oje. Eine traurige Geschichte, aber eine grandiose Geschichte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Super erzählt, super dargestellt. So stellt man sich. Ja, die Quests vor in einem Rollenspiel. Vielen Dank dafür. Und nun heißt es, weiter zu reisen, weitere Quests zu machen. Und ich weiß auch schon, was als nächstes kommt. Und das ist, ja, erstmal hier ein Hexerauftrag. Und zwar das Ding aus dem Sumpf. In der Nähe von Nidavir war in ungemütlicher Nähe zum Torfischen ein mysteriöser Nebel aufgetreten. Alle, die hineingerieten, starben. Geralt beschloss, das tödliche Nebel zu untersuchen und herauszufinden, ob er dem Spuk ein Ende bereiten könne. Ja, dem werden wir jetzt nachgehen. Das ist gar nicht so weit entfernt von hier. Und dann werden wir zurück ins Dorf reisen da oben. Noch einmal kurz in dieses schicke Dorf. Boah. Also ich muss die Quest gerade noch ein bisschen sacken lassen, weil das Ende, das war echt wow. Sprich, hätten wir die falsche Dings genommen, wäre wahrscheinlich der Fluch komplett nicht aufgehoben worden. Man, Vater und Tochter hätten sich nicht verabschieden können, sondern hätten nur das Monster vor sich liegen gehabt. Was auch sehr tragisch gewesen wäre. Bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Und nun schauen wir mal, dass wir zu diesem Nebel kommen, der bei diesem Hexerauftrag in Erwähnung war. Irgendwo hier muss das sein. So langsam hier auftauchen. Wo ist das denn? So, hier vorne müsste es sein. Vorne ist jemand. Reden wir mal mit dem guten Herrn. Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Leslav. Der Name kommt mir so bekannt vor. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Erzähl mir von was, Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid. Nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Ja, genau. Du hast wohl die Bekanntmachung in Nidavir ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Na gut, wie viel willst du denn zahlen? Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Gut, also 242 Minimum. Also da gehen wir noch ein bisschen rauf. Also ich bin so für 300. Wie sieht's denn damit aus, mein Freund? Das bringe ich nicht zusammen.
Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Gut, sagen wir mal 290 Kronen. Das muss doch drin sein, oder? Das ist so mittendrin. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Wunderbar, da mache ich doch die Arbeit. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Dann gehen wir doch mal in die Richtung. Wie weit ist denn das von hier aus? Gar nicht mal so weit. Irgendwo hier vorne. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch, fast metallisch. Oh. Okay, können wir wieder raus? Ja, können wir da raus. Okay, der Nebel ist also auf jeden Fall gefährlich. Gehen wir mal schnell weiter. Gar nicht lange aufhalten. Diese Richtung. Gibt's hier irgendwas? Ah, gut, hier sind wir durch. Okay. Erstmal ein paar Ertrunkene töten. Mal wieder. Stehst du im Wasser, Ertrunkener? Mein Gott. Wurscht, wieder alle beide getroffen. So, und nochmal. Ah, Ertrunkene haben wir hier reichlich getötet. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um, weil hier ist unser Ziel. Und dieses Monster, um das es geht, dieser Nebel. Oder was? Illusion? Da vorne ist was. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Erstmal schauen wir hier. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Komisch. Keine Spuren um die Rechten herum. Natürlich. Es war ja zu erwarten. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Das auf alle Fälle. Das heißt, was auch immer der Grund dafür ist, es beherrscht Magie. Wo geht's denn hier weiter? Hier sind die Spuren. Da drüben geht's weiter, okay. Hier drüben entlang. Da hört's schon wieder auf. Gehen wir mal ein Stück weiter. Ah, hier sind Spuren. Nehmen wir mal das gerade mit, wo wir hier sind. Gehen hier oben entlang. Da oben rechts. Und wir kommen zu einer Hütte. Die damit was zu tun hat. Ob wir in der Hütte hier irgendwas entdecken werden. Ich sehe zumindest hier... Da. Was ist das denn? Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Okay, Ignis Fatuus Glossa. Nebling, worunter ist unter Nekrophagen? Ja, da ist was. Ein Nebling. Hier, sowas ist das. Ja, das Monster in den Torfstichen Wählens erwies sich als uralter Nebling. Diese Kreaturen leben ungewöhnlich lange. Einige bewohnen die Erde schon seit über 200 Jahren und werden permanent stärker. Hiebe von Nebelingen solchen Alters sind derart massiv, dass man sie unmöglich blocken kann. Außerdem sind Nebelinge so flink, dass sie nicht einmal ihren sie bremsen kann. Zu allem Überfluss können sie auch noch vollständig mit dem Nebel verschmelzen, um dann jäh von hinten zuzuschlagen. Es ist also geboten, eine gute Rüstung zu tragen
und weisen Gebrauch von Quenzeichen zu machen. Nun dann, Mondstaub als Bombe und Nekrophagenöl. Hui, ja, bereiten wir uns das mal vor. Wo haben wir denn hier? Drachentraum. Samum, Kartesche. Ich glaube, wir haben gar keinen Mondstaub. Kann das sein? Verdammt. Ja, aber Nekrophagenöl, das können wir doch bestimmt nutzen. Jawohl, das können wir auch herstellen. Und dann gehen wir gleich da vorne weiter. Ich mache mal kurz hier ein Nickerchen. Meditation für eine Stunde, dann bis Mitternacht. So. Dann mal eben kurz ins Inventar das Nekrophagenöl schon mal aufgetragen. Das werden wir brauchen. Geisteröl, Verfluchtenöl, Hybridenöl, Nekrophagen... Ach, verdammt. Nekrophagenöl, Verfluchten... Da, Nekrophagenöl. So, damit hätten wir das Schwert damit versetzt. Und nun geht's weiter. Wir müssen die Illusion finden. Da vorne ist etwas. Das leuchtet ziemlich groß. Das schreit förmlich danach. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Hier geht's hinein. Was haben wir da? Er hat einen Menschen dahin gerafft. Hier ist Nebel. Und da sehe ich auch schon was. Mittendrin im Nebel. Und wir brauchen das Quen-Zeichen. Quen, Quen, Quen. Da. Und da ist was. Jetzt müssen wir ausweichen. Da ist wieder was. Ja. So, den hätten wir erwischt. Aber das ist nicht unser Ziel gewesen. Ah, die Bastarde sind stark. Muss der Nebel sein. Müssen auf alle Fälle aufpassen. Da vorne sehe ich Bewegung und wir kommen näher ran. Jetzt müssen wir uns konzentrieren auf diesen Kampf. Der wird auf jeden Fall sehr interessant. Da ist er. Das Monster, was es zu töten gilt. Oh, das zu treffen ist ja echt übelst schwierig. So, einmal ausgewichen. Wieder das Schild angemacht. So, zack. Ausgewichen erst einmal. Immer in Bewegung bleiben. Das dürfte uns helfen. Verdammt. Einmal Schwalbe getrunken. Schutzschild an. Da ist er da hinten. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir ihn schon fast erledigt. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht drauf gehen. Und wir tun es natürlich. Wir gehen natürlich drauf. Es war ja zu erwarten. Dumm gelaufen. Nun gut. Dann werden wir in der nächsten Folge das Ganze noch einmal probieren. Weil ich werde jetzt hier an der Stelle das Folgenpäuschen machen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei The Witcher Wild Hunt. Und dann können wir hoffentlich dieses Monster erledigen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.